In diesem Video zeige ich, wie man exakte Differentialgleichungen löst und dabei den integrierenden Faktor benutzt. Was ist eine exakte Differentialgleichung? Wenn wir eine DGL haben in der Form a plus b mal y' ist gleich 0, wobei a und b Ausdrücke sind, die von x und y abhängen können, und wenn dann gilt, dass die partielle Ableitung von a nach y dasselbe ergibt wie die partielle Ableitung von b nach x, dann nennt man die Differentialgleichung exakt. Und für diesen DGL-Typ gibt es ein bestimmtes Lösungsverfahren, und zwar mit der Potentialmethode. Das heißt, es existiert dann immer eine Potentialfunktion phi, die von x und y abhängt, die man in folgende zwei Weisen konstruieren kann, indem wir erstmal den Teil a nach x integrieren. Dann kann natürlich noch eine Integrationskonstante, die nur von y abhängt, noch dazukommen. Oder wir nehmen den Teil b, den wir nach y integrieren. Dann kann es noch eine Integrationskonstante mit einem x geben. Dann fügt man die beiden Teile zu einer gemeinsamen Funktion zusammen. Die Lösung y von x sind dann nichts anderes als Kurven, und zwar die Äquipotentiallinien dieses Potentials für einen bestimmten konstanten Wert c, so wie man es aus der Physik kennt, die Äquipotentiallinien aus der Feldtheorie. Schauen wir uns das gleich mal an einem konkreten Beispiel an. Xy² plus 1 erkennen wir als a, x²y erkennen wir als b. Wir bilden die jeweiligen Ableitungen. Das gibt ein 2xy, 1 fällt weg, und b nach x abgeleitet gibt ein 2x mal y. Zur Erinnerung, diese partiellen Ableitungen bedeuten, dass wir hier nur nach x ableiten und das y wie eine Konstante behandeln, auch dann, wenn das y eigentlich von x abhängt. Es wird trotzdem nicht nachdifferenziert. Wir stellen also fest, die beiden Ableitungen sind gleich, somit ist diese Differentialgleichung exakt. Und wir können unsere Potentialmethode anwenden, indem wir erstmal das a nach x integrieren, gibt ein halb x Quadrat y Quadrat, von hier bekommen wir noch ein x. Und wenn wir das b nach y integrieren, bekommen wir ein halb x Quadrat y plus eine Konstante von x. Wir fassen beide Teile zusammen. Das kommt in beiden vor, können wir also hier verwenden. Unsere Konstante von x sehen wir hier. Das wird übernommen und die Konstante von y kommt gar nicht vor, können wir weglassen. Damit ist das unsere vollständige Potentialfunktion. Wir setzen sie gleich c, um die Äquipotentiallinien zu bekommen und haben damit bereits eine implizite Lösung für y gefunden. Na, wir könnten also diese Linien jetzt zeichnen. Wenn wir eine explizite Lösung haben wollen, also ein y von x, dann müssen wir diese Gleichung noch nach y auflösen. Das geht einfach, indem wir alles auf die rechte Seite bringen und die Wurzel ziehen, haben wir diesen Ausdruck. Und die Integrationskonstante c, die erhalten wir, indem wir die Anfangsbedingungen x und y hier einfach einsetzen. Ja, das war das Lösungsverfahren für exakte Differentialgleichungen. Was machen wir aber, wenn unsere DGL nicht exakt ist? Dann kommt der integrierende Faktor ins Spiel. Und zwar, man könnte ja einen Faktor m suchen, mit dem wir unsere ursprüngliche Differentialgleichung multiplizieren, die nicht exakt ist, so dass sie durch m exakt wird. Das kann entweder ein Faktor sein, der von x abhängt oder nur von y oder von beiden. Also dann bekommen wir eine multiplizierte Gleichung, die so aussieht. Und das neue a abgeleitet nach y muss dann dasselbe ergeben wie das neue b nach x abgeleitet. Die Kunst ist natürlich, einen solchen Faktor m zu finden. Aber dafür gibt es zum Glück ein paar Tricks. Und zwar, wir schauen uns den Bruch an ay minus bx geteilt durch b. Wenn dieser Ausdruck etwas ergibt, was nur noch von x abhängt, weil sich das y komplett rausgekürzt hat zum Beispiel, dann gibt es einen integrierenden Faktor, der nur von x abhängt.
Und den können wir leicht ausrechnen, indem wir dieses μ nach x integrieren und in den Exponenten der e-Funktion schreiben. Falls sich hier nichts ergeben hat, was nur von x abhängt, können wir das gleiche versuchen, ob es einen integrierenden Faktor gibt, der nur von y abhängt. Wir teilen diese Differenz durch a. Wenn das der Fall ist, dann können wir auf ähnliche Weise den integrierenden Faktor in y ausrechnen. Falls beides nicht funktioniert, dann ist es leider so, dass es einen integrierenden Faktor gibt, der von beiden, also von x und y abhängt, und den kann man dann nur durch geschicktes Probieren finden, was dann mehr oder weniger Glückssache ist. Aber schauen wir uns das mal an. Wir nehmen das Beispiel x mal y plus xy y' gleich 0. Wir schauen erstmal, ob es einen integrierenden Faktor von x gibt, indem wir diesen Bruch bilden. Wir sehen, dass y lässt sich hier leider nicht rauskürzen. Wir haben also keinen integrierenden Faktor mit x. Wir versuchen das gleiche mit y. Da gelingt es uns leider nicht, das x rauszukürzen. Bleibt nur nach einem integrierenden Faktor zu suchen, der beides enthält. Aber wenn wir mal scharf auf diese DGL drauf gucken, dann sehen wir, wenn wir sie mit 1 durch xy multiplizieren, dann vereinfacht sie sich dramatisch zu einer einfachen Form. Die können wir elementar lösen durch Integration oder mit der Potentialmethode wie vorhin. Ja, so funktioniert der integrierende Faktor. Ich will das Ganze mal an einem vollständigen Beispiel demonstrieren. Wir nehmen diese Differentialgleichung. Wir erkennen hier das a, hier das b. Schreibe ich mal raus. Wir gucken uns die Ableitungen an. Die sind leider nicht gleich. Also ist keine exakte Differentialgleichung. Und wir suchen mal einen integrierenden Faktor von y, indem wir diesen Bruch aufstellen. Wir sehen, dass ay kommt von hier. Das bx kommt von hier und das a bekommen wir von hier. Wir schauen uns diesen Bruch mal genau an. Wir erkennen, dass wir im Zähler 2y ausklammern können und im Nenner können wir y² ausklammern. Das hat zur Folge, dass wir die Klammer x minus y in Zähler und Nenner kürzen können, sodass das x rausfällt. Außerdem können wir noch ein y kürzen, sodass wir erhalten, minus 2 durch y hängt nur noch von y ab. Damit finden wir unseren integrierenden Faktor von y, indem wir das μ integrieren. Das gibt natürlich ein minus 2 mal ln y. Das kommt in die e-Funktion als Exponent. Nun können wir diesen Ausdruck noch ein wenig umschreiben. Mit Hilfe der Potenzgesetze gilt nämlich, das ist gleich e hoch ln y hoch minus 2. Warum ist das so? Naja, Potenzgesetz, eine Potenz wird potenziert, indem man die Exponenten multipliziert. Genau das haben wir hier getan, also ist das gleich. Nun erkennen wir, e hoch ln y ergibt ja einfach y. Also haben wir den integrierenden Faktor 1 durch y². Damit wird unsere ursprüngliche DGL multipliziert und nimmt diese Form an. So, das ist jetzt unsere neue DGL, die wir lösen wollen. Die ist gleichwertig zur ursprünglichen DGL und wie wir erkennen, ist sie exakt. Damit wenden wir unsere Potentialmethode an, Integral a dx. Ergibt dann 1 halb x² minus yx plus eine Konstante. Und das Integral b dy gibt minus 1 durch y minus xy plus eine Konstante. Wir fassen die beiden Teile zusammen. Das 1 halb x² wandert hierhin. Minus yx kommt in beiden vor, brauchen wir nur einmal. Und das minus 1 durch y haben wir hier. Wir setzen es gleich einer Konstanten c und haben damit eine implizite Lösung für y gefunden. Wir könnten damit die Potentiallinien zeichnen. Falls wir noch eine explizite Lösung für y wissen wollen, müssen wir diese Gleichung nach y auflösen.
Wir sehen, es handelt sich um eine Bruchgleichung. Die kann man immer lösen, indem man mit dem Nenner multipliziert. Dann bekommen wir diese Form. Und nun sehen wir, dass es eine quadratische Gleichung in y ist. Das heißt, wir können die Bécouffe-Formel anwenden. Zuvor müssen wir noch das minus x hier beseitigen. Dann haben wir hier unser p und hier das q für die Bécouffe-Formel eingesetzt. Haben wir unsere endgültige Lösung. Die sieht ein bisschen wild aus, aber unsere DGL ist gelöst. Wir können nun unsere Trajektorien zeichnen. Ich habe hier mal die Potentiallinien für diese Potentialfunktion aufgezeichnet, für verschiedene Werte der Konstanten c. Minus 1, 0, 1, 2, 3. Und hier sehen wir nun die Lösungen unserer Differentialgleichung für verschiedene Anfangswerte. Wir könnten uns das als die Flugbahn eines masselosen Teilchens in einem Potentialfeld vorstellen, das hier abstoßend wirkt. Warum ist es ein masseloses Teilchen? Naja, damit die kinetische Energie ein halb mv² null ist und die Bahn nur durch die potenzielle Energie, also durch das Potential, bestimmt ist. Hat man ein massebehaftetes Teilchen, müsste man stattdessen mit der Lagrange-Funktion rechnen. Damit haben wir unsere DGL gelöst.